Ja, das ist noch ein Berthold-Film oder auch Hanja Zoo. Berthold hat den Film in VHS gedreht. Ja, das ist wirklich eine Erinnerung, die CAP 87 in der Falderstraße oder wie es im Bibelsang heißt, Langert. Viel Spaß beim Zusehen. Der wir auch froh, wir ist neue Spritzerhaus schon da und
unser Herz noch alle Sitte, wie dann im Halt und in der Mitte. Drum fiel den Blauen jetzt endlich durch und her wohl auf uns Kerbewasch. Drum und ich spiel uns darum rasch den schönen alten Kerbemarsch. Da kriegt man nicht mit dem Jogi Streit. Er soll ein Igel mal gestreit, der hat schon wohl so viel gereit. Drum rückt er ab von Haus und Hof. Doch furchtbar traf ihn dann die Stroh. Er ist, als hätte er schon gespielt, stracks über den Kirchhof fortmarschiert. Der Hille war am Hingel schlochte und du den fremden Horn betrochte. Der Gottlieb denkt sich so im Stille, Herr, es geschehe noch deinem Willen. Der Kriegel kriegt gleich mit dem Schlag, sei Seel hat grad ihren schwarzen Tag. Dem Horn sei Seel war noch viel schwerter, schon war der Giggel ein Kopfkerzer. Entsucht war das Pferdevieh, ein goldprämierter Kickeriki, für 150 Schmack gekauft und dittelte bis Horn geschlafen. Jetzt schmatzt der Hille mit Vergnüge die preisgekrönte Hühnerbrühe. Der Ozeig hat jetzt auch keinen Sinn, dann futsch es futsch und hin es hin. Und wollte Hille den ersetzen, misst er sich auf die Hinkel setzen. Das Vieh war selber schuld und roh, was darf der Arte leichte vor? Hille, er schlug den Hahn und er floh in den Odenwald und du seine Freundin, er verlagerte sie. Von hinten und vorn und er schmierte die Ritter mit Fett. Die dicken Doof und Eidenesch, die machen unser Herz schlecht. Die Rudi sorgte alles wahr und so stand in der Zeitung an. Und sie behaupte ohne Schluss, die Honja, die hat alles einen Schuss. Wir wären so brale, die zwar froh, das größte Munitionsdepot. Auf unser Mäuterin zu keile und ausgerechnet die zwar eile, mit den ihrem närrischen Erguss, ihr Mond, mir hätte all ein Schuss. Doch die zwar alle schönste Kunde, die haben das Pulver nicht erfunden. Und somit war's jetzt jeder Hiss, wer dumme und wer doofer ist. Ihr schwätzt von eurer Kerb jetzt schon, von Sitte, Brauch und Tradition. Grad dreimal Kerb im Mai gefeiert, dreimal der Maibaum hochgeleiert. Und jedes Mal, da reihen's schwer, vom Himmel hoch, da komm ich her. Der Petrus lässt das Wasser durch, der ist bei euch kein Kerbebursch. Drum könnt ihr feiern, wann ihr wollt, der Wettergott es euch nicht holt. Ob im Oktober oder Mai, das scheint die Tradition zu sein. Wann der Afurt dann erstickt, euch unser ins Hirn gepickt, Wut an Maiwilm auszulösen, sei nur arme Eilebosse. Und ihr seid doch lauter Dolle, uns geht's wirklich nur ums Holle. Drum muss ich spielen jetzt für die Sünd, du bist verrückt, mein Kind. Einen kleinen Schädel schaden, alle Eile haben, alle Eile haben. Einen kleinen Schädel schaden. Die polterobende Ukraus, die Ader ebe wirklich aus. Da kommen sie vom halben Ort und machen sich dort raus ein Spott. Und schlafe jeden Grimbel bei und mache da eine Sauerei. So bär je fette Haustierleihe, da kann kein Gaul mehr drüber steigen. Doch was er neulich schon fixiert, das ist im Moment noch nicht passiert. Das gab's noch nicht in unserer Gasse, sogar der Fassmann konnt's nicht fassen. Die Hanne Wohnung, lieber Mann, mit allem drin und drum und dran. Das Hochzeitspaar wollt in die Haia, da kam der Schreck, oh weh, oh weia.
Don unterm Hulden war's passiert. Die han die Wohnung ruiniert, die Schäne Mebel abgeschlagen, verkratzt, verschrumpft, es ist kaum zu sauber. Ob Wohnstub, Schlafstub oder Kisch, sogar die Stiel, sogar der Tisch, bis auf die Schraube kurz und klar. Was man sich überhaupt all denkt, sogar die Dielen waren ausgehängt. Die Schäne neue Vorhänge fort, das war olympischer Rekord. Ja, wer war schuld an dem Allee? Balser he und Schlüssel her. Doch der, wo's war's, der wird's jo wissen. So hätt man nicht grad poldern müssen. Drum muss ich spielen für die Vandale. Wer soll das bezahlen? Doch das war die Riesengroß. Die Wäsche, Ritsche und so Sache. Das wollte ich nicht zusammen krachen. Und für die Gäste war nichts zu schon. Kartoffeln, Nudeln, Fleischsalat. Der Hausherr tut sich voll verruppen. Der Fischer fährt so manche Schuppe. Doch so viel Bier ist oft nicht gut. Das bringt die Leid in Übermut. Am nächsten Morgen stellt man fest, im Zucker werden zwei Adige, voll gesoffen, satt gefressen, konnte scheinbar nichts mehr essen. So stehen noch Schüssel um die Schaut. Halt wollen sie mit dem Brandkoppelsalat. Woher mit der Esserei? Im Morgen ist kein Platz mehr frei. Doch vis-à-vis so wohnt ein Mann, den man damit verklicken kann. Der Hofmann tritt vom selben Tag, den tritt wahrhaftig wasch der Schlag. Und jemand steht er so davor, von schöner Briefwasche am Tor. Der füllt bis zu dem letzten Zoll, war mit Kartoffelsalat voll. Erholen wurde sonst entfernt. Das waren die Gäste vom Zuckerbären. Wahrscheinlich sauber noch die Zeit. Ohne geht noch, ohne geht noch neu. Und ausgerechnet wie gemein, auch noch vom Angelschwert bei euch.
reiche Polizei, so bringt er schnell das Holz vorbei. Und die Moral von der Geschichte, beim Blauen wird man als erwischt. Doch alle, die man, wie man sieht, nicht jedem hat das Blick geblieben, der Schaffner preist sein Autos Ohr und gleich hängt schon ein Kunde droh. Der Ludwig muss noch Samstedt brummen, dort die der Autokäufer kommen. Die Sache, die war auch gleich okay, bloß muss der Käufer wohl woher und hat kein Penninggeld im Sack. Der Schaffner gibt einen 50 Schmack aufs Geld und auf den Kerl ihr Leid. Du war der Ludwig noch bis heim. Die Nussanwendung der Geschichte war selbst der beste Kundisch. Und was muss noch all passieren, bis die Bauern protestieren? Nicht nur welche EWG, Genossenschaft gibt's auch nicht mehr, weit aus deren Wohnung bloß, so ein kleiner, gerne groß, aber lauter an den Faxe, deren Aufgabe nicht gewachsen. Protestiert wird aber im Hart und wesen heute nicht gespart, weil im Schmalwehr so paar Dulle sollen gehen die Mache wolle. Nationalpark oder so, guckt euch hier den Plan Molo. Ist das nicht verheischt zum Lachen, Hose sollen Umweg machen und die Ende müssen steigen, weil dort jeder Ecke leihen. Warum soll dort jedes Leid von dem Schutz fürs Vieh befreit? Kräum doch nicht ein alter Gaul, irgendetwas ist doch faul. Von Horner selbst im Klaushaus sitzt und tonnenweis die Kieler spritzt, so wie der Bauer Edihi, beschwert sich über Gänsebrief. Die sitzt reine noch Erton, dem Fähne sind nur unbeschont. So meist hier bestimmt kein Sprich, der hat nicht nur einen kleinen Stich. Aber da ist hier Küstermoral, nicht jeder Bauer ist normal. Da muss ich spielen ganz zahl und fein, das sind alles kleine Sünderlein. Die Wobe von der Droh ist unser Marketenderei. Dann kommt die Bunkster Brauerei, wir danken herzlich tote Fee fürs schöne Bild und aves Bier. Dann ohne Bier und ohne Woi, da kommen wir an den Käpt'n Zeu. Selbst unser Musik muss an Nippe, sonst gibt's bei bloßer trockener Lippe. Da den die Brüder rebellieren und wollte nicht mehr mitmarschieren. Kein Kerbemarsch mehr weit und breit, was wäre das für Käpt'n ihr Leid? Nun lasst euch selber nicht verdriesen, tut unser Käpt'n wie einst genieße. Wer weiß, vielleicht in 2-3 Jahren, da wird es mit dem Marktplatz hohe. Du wären mir Kerbebursch all froh, dann die Olkepp, wir würden da mit Kerbemädchen, Kerbestrauß, mit Kerbeglad und Kerbeschmaus, mit Kuchen und Kerbeboy, die Kepp muss wieder unser sein. Unser! Jetzt lasst uns wieder Weile ziehen, jetzt wollen wir uns mal verknien, drum muss ich mir jetzt wacker drauf, der Krieg. Thank you.
Ja, ich meine, ich hätte wohl so einen Abend gekriegt. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.